So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig. Heute öffne ich mal wieder 10 Booster der Lego Star Wars Serie 1. Ja, und ich weiß, ich habe schon reichlich Booster geöffnet. Ich glaube insgesamt über 50, 60 Stück. Zwei Display, zwei Multipacks und immer wieder 10er oder 5er Videos gemacht. Aber ich besitze immer noch keine goldene. Ja, viele haben mir geschrieben, im Blister drinne, im Multipack drinne, aber ich habe noch keine. Und wie immer, das sind die 4 Booster-Tütchen, die Lego Star Wars Serie natürlich haben. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt wieder 10 Stück und ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie eine goldene mal endlich habe, weil so viele schreiben mir von euch, dass ihr schon die goldenen habt und ich immer noch nicht. Das gefällt mir natürlich, für euch ist es natürlich sehr gut, dass ihr sie schon besitzt, aber eben für mich noch nicht, dass ich noch keine besitze und dass ich alle anderen noch keine präsentieren konnte. Aber ihr seht schon, es kommen jetzt die Doppelten und Doppelten und Doppelten, weil ich ihm schon so viel aufgemacht habe. Ja, eine goldene. Ja, ihr seht es. Endlich eine goldene Karte. Und die ist noch leicht verknickt. Nein. Ich hoffe natürlich, dass ich sie irgendwann doppelt kriege. Aber ich besitze eine. Leicht verknickt. Ist das ärgerlich? Nein, aber ich besitze eine. Das ist sie nun. Eine goldene Lego Star Wars Serie 1 Karte. Und dann noch verknickt. Aber ich habe sie. Ich werde sie natürlich irgendwann mal doppelt haben, nehme ich mal wohl von an. Aber der Knick, der gefällt mir nicht. Aber ich habe sie schon, die Bösewicht goldene Karte. Das gefällt mir. Aber eben, das gefällt mir nicht. Aber ich besitze jetzt auch eine. Ich hoffe natürlich, dass ich die jetzt schnell genug doppelt kriege, dass ich natürlich die perfekte Karte in meine Sammelmappe packen kann. Weil wenn ich schon Karten sammle, dann möchte ich sie auch perfekt haben. Aber seht ihr? Nur kurz. Ein bisschen nachfragen. Und schon gelingt mir das. Meine erste goldene, seltene Karte. Und dann noch nicht mal in hundertprozentigem Top-Zustand. Ich gucke da jetzt immer wieder hin. Das stört mich jetzt. Ja. Wie sagt man so schön, wenn man eine besitzt? Man hat so viel doppelte Karten, dann kriegt man sie auch immer wieder. Ich muss da jetzt immer wieder hingucken. Das ist die 153. Ah, nee, das stört mich. Dieser Knick, der stört mich. Gebe ich F zu. Ihr könnt mir natürlich mal in die Kommentare schreiben, die Leute, die auch schon so eine goldene Karte besitzt, habt ihr sie in einem perfekten Zustand oder auch schon rein zufällig leider mal so ein Booster-Tütchen geknickt oder war geknickt, weil man schlecht transportiert hat und dann ist da ausgerechnet eine goldene drinne. Ist jetzt natürlich mehr als ärgerlich. Oh, da sind natürlich wieder die richtig hochwertigen blauen, die auch schon im Preis gestiegen sind. Ich glaube, um die 3 bis 4 Euro werden die schon teilweise gehandelt. Ich habe hier noch ein paar Booster vor mir. Das bedeutet auch, auf jeden Fall noch ein oder mehrere goldene Karten ziehen. Aber jetzt weiß ich schon mal, wie sie aussehen. Ich hatte schon mal eine in der Hand.
seht jetzt selber. Die sieht hier auch richtig cool aus. Zwei Booster-Tütchen habe ich noch. Hey. C3PO. Mit einer Hand anders besitze ich auch in echt die Lego-Figur. Richtig cool. So, und hier ist es nun das 10. und letzte Lego Star Wars Booster Serie 1 für heute. Ich mache natürlich weiterhin auf. Entschuldigung. Aber diejenigen, die diese Karten, Boostertütchen, Blister, Multipack sicher und bequem bestellen wollt, ich werde immer unter ein Video versuchen zu verlinken, wo ihr sie sicher, bequem, das auf jeden Fall immer günstiger, müsst ihr selber immer schauen. Und ich hoffe für mich jetzt, dass da noch eine drin ist. Ohne diesen Knick. Schade drum. Aber ich besitze schon mal eine. Nicht in einem perfekten Zustand. So, und das war es jetzt mal wieder. 10 Booster-Tütchen. Eine goldene. Was mich natürlich jetzt hier oben stört, gebe ich oft zu. Seht ihr, von hinten sieht man das nämlich, dass es geknickt war. Aber nichtsdestotrotz, ich besitze schon mal eine. Weiß jetzt, dass es die wirklich gibt. Sieht auch richtig cool aus. Ansonsten war es das mal wieder. Ihr wisst ja, wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt, versuche ich unter dem Video zu verlinken. Ansonsten, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.